Moin, Servus, moin. Er ist ein richtiger Softie heute. Okay, jetzt habe ich mir, glaube ich, verkackt bei ihm. Zumindest nicht mehr als sonst. Naja, wenn du so fährst, bin ich zufrieden. Na, mit 3,8 im Kessel. Genau, dann ramme ich dich von hinten rechts, dann machst du einen 360, dann ist ja der richtige Übel. Ey, aber mal ohne Witz, ne? Ich hab tatsächlich mal VR gespielt und dann Resident Evil 7, ne? Ich sag mal so, der Bolzen hat schon weit rausgeguckt. Ja. Ich saß einen Meter höher auf dem Stuhl. Ach du Scheiße. Ach Foxy, du wieder mit deinen... Luftpolsterfolie. Ich dachte, er hat Luftpolsterfolie geladen. Die darf nicht kaputt gehen.
Sorry, weil ich dich da berührt habe. Hat sich zumindest so angehört. Ich glaube, ich war zu Tick zu spät und du ein Tick zu früh. Zumindest was Windschatten angeht, war ich zu spät. Ah, Foxy. Ich glaube, dir ist keiner wütend böse, wenn du heute doch vielleicht einen Schaden lässt. Aus Versehen. Stimmt, der letzte Mal noch diesen. Hat er nicht letztes Mal diesen Rage Quit gemacht? Heute nicht, nee. Getestet.
John, du solltest schon mal die Lobby umstellen. Und den Medikoptertypen rausschmeißen. Ja, aber der Medikopter nicht. Ja, der Medikopter 117. Zehn Minuten rennen. Ja. Ja, Stefan. Weiß nicht, who the fuck is Alice? Ja, der Stefan ist dieser Medikopter, einfach rausschmeißen, gegebenenfalls. Einfach raus mit der Viecher. Habe ich auch gehört. Moin. Alle Mann in Schleife fahren.
Aber wir haben bergauf Rückenwind, das ist ja eklig. Hoch. Foxy, glaube ich. Achso. Da schon die ersten 37 als Sandmann, Alter, fick dich. Du fährst du kriegst keinen vierten Gang mehr. Verstehe ich. Jetzt fit's. Hinter hier hoch.
Robert hat jetzt in einer schnellen Runde den Auto zerstört. Und jetzt wahrscheinlich nicht mehr geschafft, zurückzuspringen und noch eine Runde zu fahren. Richtig. Jojo. Jo. Okay. Stimmt eigentlich. Was denn? Eine 37er Zeit bin ich auch nicht gefahren. Na wieso, wenn ich. Ey, ohne Witz, die Zeiten von Icke und von Sandmann in Trainingszeiten, die waren 37er. Die habe ich nicht geknackt. Olli, du hast eh das Problem. An dir werden wahrscheinlich sowieso am Start zwei Autos vorbeiziehen. Aufgrund dessen, weil du einfach Porsche fährst. Hab ich eigentlich nicht Bock drauf. So, ich gehe jetzt nochmal schnell pullern. Dreiviertel Start oder wann? Ja. Jo. Hi.
Also wenn wir aus können wir so starten, ich hab damit kein Problem. Ich würde dich darum bitten, während das Rennen Stream ein bisschen leiser zu machen von dem Streamer. Wer auch immer den hört oder guckt. Warum st Nee, 38. Wenn du weiter so machst, wären es 40 für dich. Ich bin aber nicht richtig. Sandmann war Platz 2, Askan war Platz 3. Richtig, da kann ich bezeugen. Ich glaube, Foxy war die 10. Nur weil du davon nicht willst, heißt nicht, dass wir das wissen. Können wir ändern. Na Foxy, dein Rage Quit. Ach, tu jetzt mal, bitte, war jetzt gemein. Ganz viele Fischbrötchen. Können wir auch machen, habe ich kein Problem mit. Bevor wir starten, habt ihr alle die richtigen Reifen.
Ich frage nur nicht, dass ihr eure Quali-Reifen nicht habt, ne? Aus Versehen. Na, so oft wie ihr der Off-Track unterwegs ist, wundert mich das nicht. So, halt jetzt hier, halt's Maul jetzt, wir fahren. Scheiße. Hab wohl schon Schaden. Mai hat sich weggedreht.
Oh Gott! Oh. Bitte, hast du jetzt hinten rechts wegen mir Schaden? Mhm. Sorry. Sorry, Peter, aber ich konnte da nichts mehr machen. Ich hatte nur 4 Sekunden insgesamt zum Glück.
komplett verbremst. Bin nicht mehr rumgekommen dann. Katastrophe. Naja. Das ist gelaufen. Ich hab schon wieder Schaden. Der kleine Stups hat schon wieder Schaden.
Und schon wieder, ich habe keinen Bock mehr. Ey, ich verstehe es nicht, ich habe keinen Bock mehr. Lass das auf. Sollen wir das Rennen neu starten? Solange du nicht einschlägst, ist das Richtige. Ich habe mir schon drei Fischbrötchen abgeholt. Das erste hatte ich. Nee, das erste hatte ich in Runde 1 schon. Da bin ich ganz leicht gegen die Mauer geeckt und hatte schon Aufhängungsschaden und Frontschaden.
Na gut, aber jetzt wäre egal gewesen, jetzt bin ich fest in die Box. Foxy kriegt die ganze Zeit blaue Flaggen gezeigt wegen Cola.
Durch Brötchen. Nee, regulärer Boxenstopp. Ecke. Schein reicht.
Nee. Nee, ist er nicht. Oder hat sich was einen Schaden eingefahren? Versucht jetzt gerade irgendwie ein, zwei Runden bis zum Boxenstopp-Fenster zu holen.
Rage Quit. Weiß ich nicht. Ich habe das gesagt, Rage Quit. Weil ich die Vermutung habe.
Ich kann jetzt. Also, oder meinst du? Ich muss, kann durchfahren. Ja. Ich hab 4 Boxenstops. Ach du doch. Ich hab schon 3. Es war ein Unfall. Außerdem habe ich gehört, du hast Pudding im Rucksack. Wollte nachgucken. Gesundheit. Wie weit ist ein Sandmann vor dir?
Hast du Schaden eingefangen gehabt? Ja, immer zu oft Fischbrötchen geholt. Also ich kann nur stecken, wenn sich Maya, wer sind überhaupt Vierter? Nee, Ecke ist Erster. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn sich 5 und 6 nochmal Hardcore-Fischbrötchen holen. Schlimm ist, das Schlimme ist, ich hole auf euch auf, ne? Aber es ist einfach viel zu viel Abstand. 18 Sekunden fast. Ah, ich höre pro Sekunde eine halbe Sekunde auf, ne? Aber es ist auch einfach zu wenig. Oh, jetzt habe ich meine Sekunden aufgeholt.
Reicht doch. Wir fahren doch nach der Runde nur noch einer. Oh. Lass dich von Fox hier anschieben. Und wollen wir zusammen über die Ziellinie fahren? Wann ist Elke rosa gar nicht mitgekriegt? Schönes Rennen trotzdem, Jungs. Das ist ja eigentlich quasi die Aufstieger fast durch, wa? Platz 1, 2 und 3. Naja, du. Ja, aber trotzdem, Pit und Foxy, die ja noch dran waren, haben mich ganz schön Boden gelassen. Ja, ist aber besser als wie ich dreimal ein Fischbrötchen holen. Ich wollte eigentlich schon sagen zu dir, wie viel willst du noch tanken? Nur, ich dachte mir, im Rennen sind wir Konkurrenten. Außerhalb des Rennens sind wir keine Konkurrenten. Das weißt du. Bär ist doch Stuart bei uns. Mit. Weil, wie gesagt, genau, du weißt jetzt noch nicht, warum sie raus sind.
Ja, siehst du, er schreibt das gerade. Viermal VR-Headset ausgefallen. So, ich mach mal den Stream aus. Danke fürs Zuschauen und ja, wünsche euch alle noch einen schönen Sonntag.